Da wäre dann also dieser Palast der Pharma-Mafia in Brüssel, wo dann an der Fassade auch so ein Poster hängt, Folge der Wissenschaft und Durchbrüche für das gute Leben der Patienten oder so ein ähnliches Gedöns. Die Durchbrüche sind dann wahrscheinlich, dass du nach der Verabreichung ihres Produkts zu Versuchszwecken experimentelle Spritzungen dann im Rollstuhl landest oder an Gehhilfen oder die Treppen nicht mehr hochkommst oder einen Turbokrebs entwickelst oder ähnliche wunderbare Nebenwirkungen, die aber nicht vermeldet wurden, weil die Beipackzettel einfach leer waren. Nein, nicht ganz leer. In ganz kleiner Schrift stand auf dem riesigen Zettel, der dem Produkt beigegeben wurde, Beipackzettel enthält nichts. Ja, gut, wunderbar. Jetzt findet auch gerade eine Diskussion im Bundestag statt, eine Debatte über das Leiden der Kinder während dieser Zeit der totalitären Maßnahmen, die verhängt wurden. Da steht jetzt ein jämmerlicher Karl Lauterbach, der sowieso aussieht, als wäre er eine Karnevalsfigur, als wäre er verkleidet. Nein, der Typ, der sieht immer so aus. Der steht da und jammert darüber, dass es Kindern sehr schlecht ging und so weiter und auch so fort. Während er genauso wie sein kompetenzloser Vorgänger, dieser Bankkaufmann mit 4,3 Millionen Villa und weiteren Immobilien in Berlin in allerbesten Lagen, die Kinder schlicht und einfach terrorisiert hat, genauso wie alle anderen Menschen in der Bundesrepublik. In anderen westeuropäischen Ländern war es natürlich nicht besser, manchmal nur wenig besser. Der große Unterschied ist, dass in Ländern wie Belgien, Frankreich und anderen dieser ganze Terror gegen die eigene Bevölkerung, die Kriegsansage an dieses fürchterliche Todesvirus früher beendet wurde, weil offensichtlich, das ist meine Vermutung, die Inlandsgeheimdienste auch mal gemeldet haben, Kinders, jetzt werden die Leute langsam unruhig, jetzt sollten wir schon mal ein bisschen den Ball flach halten. Das ist der einzige Unterschied. Hier hat sich wieder mal gezeigt, dass die Deutschen, wenn sie ihre Leute da wählen, doch auch Leute wählen, die brandgefährlich sind. Der Totalitarismus, der zukünftige wird eine Technokratie sein. Und da sind wir schon mittendrin. Wir sind in einer autoritären Technokratie gelandet. Dies siehst du in ihrem Management der selbstgemachten Krisen und derer sind da viele. Wenn man mal wieder eine braucht, dann erfindet man etwas oder man provoziert irgendeine Nation bis aufs Blut und dann gibt die den ersten Schuss ab. Und ja, wer den ersten Schuss abgibt, der ist in der Regel der Verlierer. Also so sieht die Situation aus. Das ist mein Kommentar mal zu ein paar Bildern von diesem Todesturm in Brüssel. Mordor ist das wirklich. Man wähnt sich da im Herrn der Ringe, wenn man da ein bisschen steht und wartet, wer da so reingeht. Ja, das sind alles geschliffene Damen und Herren in schönen Kostümen und Anzügen. Und die sind alle, sehen alle aus, als wären sie im selben Ofen gebacken. Ja, das sind junge, hungrige Wölfe, die, denke ich, das ist so meine Reflexion dazu, alles tun, um Geld zu verdienen. Ihr oberster Chef ist Alfred Burla, der versteht sich gut mit unserem Klaus Schwab, der hier über mir thront. Klaus Schwab hat einen Akzent von einem deutschen Stalag-Lagerbefehlshaber und Alfred Burla, der klingt so wie ein portugiesischer Mafiaboss. Alle beide jammern dann, wenn sie sich treffen, rum, dass sie von Anti-Vaxxers, also von Anti- Impfgegnern dann aufs Wüsteste beschimpft werden. Das ist ja immer billig und einfach, das einfach zu behaupten. Die Beschimpfung ist meistens, dass Leute sie kritisieren für ihre Missetaten, die aber auch in Deutschland nicht untersucht werden. Ne? Das hat man ja nun ganz glatt abgelehnt. Man diskutiert ein bisschen rum im Bundestag, schneidet dann so ein Stückchen vom verdorbenen Kuchen ab und lässt die Leute denken, ja, damit ist hier die Diskussion beendet. Das macht natürlich, dass viele Leute frustriert sind. Ich bin da auch frustriert drüber. Wir sollten aber nicht aufgeben. Der Druck muss erhöht werden auf diese Politiker im Dienst von Lobbygruppen.
denn was anderes ist es nicht, die uns drangsaliert haben über Wochen und Monate und die auch davon nicht ablassen, denn es war nur ein großes Feldexperiment, um zu sehen, wie gehorsam ihr seid mit diesem Todesvirus. Jetzt haben wir das Todesklima. Bei jeder sich ändernden Wetterlage wird da wieder der Weltuntergang beschworen, während Prinz Habeck oder Häuptling Habeck im großen Mercedes rumfährt und dumm grinst, wenn ihm berechtigte Fragen im Bundestag gestellt werden. Leute, gebt nicht auf. Macht weiter, setzt die Leute unter Druck, geht auf die Straße und ja, steht ein für eure Rechte. Es wird jetzt endlich Zeit, dass dieser Budenzauber beendet wird. Grüße, Thorsten, macht's gut.